ÖFB-Schiedsrichter Bernd Hirschbichler macht einen Belastungstest auf dem Laufband. Dieser Test ist Teil eines Analyse- und Diagnostikprogramms, das der ÖFB bereits zum zweiten Mal im Sportzentrum Mitte in Salzburg durchführen lässt. Die Unparteiischen müssen als Nebenberufler auf dem Spielfeld trotzdem mit den Fußballprofis mithalten. Da müssen auch die Trainingsmethoden professionell sein. Einerseits ist es natürlich eine Standortbestimmung für jeden Einzelnen mal, wo befindet er sich, wo steht er. Andererseits hat die Auswertung Einflüsse auf die Trainingsarbeit der Schiedsrichter in ihren Stützpunkten, das heißt in ihrer gewohnten Umgebung und in weiterer Folge auch in 10 Tagen, wenn wir in die Türkei auf Trainingslager fahren, auch dort wird natürlich das Ergebnis eingebunden und Roman Yahoda und sein Trainerteam, ein Großteil von denen, die heute hier sind und die Testungen durchführen, fahren ja auch mit in die Türkei. Der ehemalige Weltklasse-Judoka Roman Yahoda betreut die ÖFB-Schiedsrichter in Salzburg. Gemeinsam mit seinem Team kümmert er sich um die Frage, wie man einen Schiedsrichter fit hält. Früher wäre die Frage sicher einfacher, weil dort hat man sich nicht sehr darum gekümmert. Heutzutage wissen wir, wie professionell die Schiedsrichter arbeiten müssen. Das heißt, einen Schiedsrichter fit machen, da geht es um die gesamte Fitness. Da geht es um Beweglichkeit, Stabilität, Kraft, Koordination, Ausdauerfähigkeit und vor allem, ganz wichtig, die Verletzungsprophylaxe. Dazu gehört auch eine Laufanalyse. Eine Kamera erkennt die Punkte, die an die Beine der Schiedsrichter geklebt werden. Anhand der Aufnahmen analysieren die Physiotherapeuten das Laufverhalten der Schiedsrichter. Zu dem Gesamtpaket, das Roman Yahoda anbietet, gehört neben psychologischer Betreuung nicht zuletzt auch ein Sehtest. Auch wenn manche Fußballfans anderer Meinung sind. Wer diese Aufnahmen sieht, kann wirklich nicht behaupten, dass Schiedsrichter blind seien.